Bereits beim Einzug der Redner und Spitzenkandidaten zeigte es sich. Der politische Aschermittwoch der Freien Wähler ist zu einer festen Größe im politischen Leben geworden. Sachorientierte, engagierte Reden, gespickt mit amüsant verteilten Seitenhieben Richtung Berlin. Das war es, was die rund 1000 Besucher in der Deggendorfer Stadthalle zu hören bekamen. Gleich zu Beginn verpackt in einen kleinen persönlichen Gruß der stellvertretenden Landesvorsitzenden Marion Helsig. Ich würde gerne meinem Schwiegervater zum 93. Geburtstag gratulieren. 93 Jahre wird er heute alt und hat noch nie in seinem Leben die CSU gewählt. Gut gemacht, Opa! Denn im Gegensatz zur Regierungspolitik in Berlin sehe man sich als sach- und zielorientierter Macher, nah gekoppelt an den Wünschen der Bürger. Wir stehen, die anderen drehen sich. In der Atompolitik, wir stehen, die anderen drehen sich. In der dritten Stadtbahn, Münchner Flughafen, wir stehen zu unseren Positionen, die CSU und die anderen, hier in dem Fall die SPD, dreht sich. Und bei der Energiewende, wir stehen, die anderen drehen. Ich sage Ihnen noch einmal, die Regierungskoalition kommt mir vor wie ein Pärchen nach durchzechter Faschingsnacht. Die einen, bei denen dreht sich alles und die anderen, die FDP, sie fallen ständig um. Eine Wankelmütigkeit, die sich laut MDL und Generalsekretär Piazzolo auch in puncto Studiengebühren widerspiegle. Mich amüsiert, dass die CSU jetzt versucht, die Studiengebühren und die Abschaffung sich auf die Fahnen zu schreiben. Es ist eher ein Trauerspiel, was die Regierung im Moment bietet. Seit einem halben Jahr hin und her. Die FDP, die immer sagt, wir wollen den Volksentscheid, die CSU will ihn nicht. Sie hat Angst vorm Volk. Wir bleiben bei unserer Linie, die ziehen wir durch und auf die anderen schauen wir gar nicht. Ein Armutszeugnis sei laut Stefan Wehrhahn, Spitzenkandidat für den Bundestag, zudem, dass in Berlin nicht regiert, sondern nur reagiert werde. Und jetzt werde ich euch noch einen Grund sagen, warum ihr die Freien Wähler in den Bundestag wählen sollt. Weil die schwarz-gelbe Regierungskoalition in Berlin praktisch abgewirtschaftet hat. Sie hängt am seidenen Faden in Berlin wie in München. Deutschland hat praktisch ausgemerkelt. Eine verfehlte Euro-Rettungs- und Energiepolitik, zu wenig Respekt vor dem Bürgerwillen, ein zu kompliziertes Steuersystem. Nur einige der Kritikpunkte Wehrhahns, der mit Optimismus auf die kommenden Wahlen blicke. Wir erwarten, dass wir haben jetzt schon 1,5 Millionen Stimmen, dass wir 2,5 Millionen Stimmen bekommen werden und dann die 5%-Hürde überschreiten werden. Klare Zielformulierungen hierzu fand Freie Wähler-Vorsitzender Hubert Aiwanger in seiner mit Begeisterung erwarteten Rede. Themen dabei unter anderem die klare Stärkung des ländlichen Raums, zusätzliche Mittel fürs Bildungssystem und die Kritik an Großprojekten wie der dritten Münchner Flughafenstadtbahn. Sein Fazit? Wir haben ja die Leute mit den gefälschten Doktortiteln, die haben uns regiert die letzten Jahre und die haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Was diese Herrschaften die letzten Jahre unterschrieben haben an Selbstmordbriefen, da muss ich ganz klar sagen, wir dürfen diesen Leuten keinen Kugelschreiber mehr in die Hand geben, damit sie irgendwas unterschreiben können, eine Landesbankgeschichte oder einen Euro-Rettungsschirmvertrag. Gebt ihnen in jede Hand eine Weißwurst, dann können sie wenigstens nichts kaputt machen. Auch für die Regierungsparteien und politischen Gegner auf der gleichzeitig stattfindenden Veranstaltung in Passau fand Aiwanger klare Worte, angelehnt sogar an die aktuelle Entwicklung in Rom. Es ist ja jetzt gerade noch rechtzeitig der Papst zurückgetreten und das wird nicht lang dauern. Dann wird der Stoiber hier seine Ansprüche anmelden, es hat ja immer geheißen. Der bayerische Ministerpräsident ist der zweitschönste Beruf auf Erden nach dem Papst. Und nachdem ja der Stoiber immer nach Höherem gestrebt hat, wird er sagen, der Posten muss in Bayern bleiben. Und ich weiß auch schon, für wen, wird er sagen. Ein politischer Schlagabtausch mit Zündstoff. Gleichzeitig aber auch klaren Zielformulierungen. Für die Zuhörer war eines klar. Wir sind begeistert. Eine Stunde sprechen vom Hubert Aiwanger hat uns begeistert. Wäre schön, so ein Gegengewicht im Land als auch im Bundestag präsentieren zu können. Die Reden waren sehr gut, ja. Und auch überzeugend und spricht eigentlich, ja, die Menschen aus der Seele, sag ich jetzt einmal. Die Probleme werden angesprochen. Ja, war sehr interessant. Zukunftsweisend.
Als Denkende von unten wollen die Freien Wähler eigenen Angaben nach die politische Zukunft auf Landes- und Bundesebene weiter angehen. Mit konkreten Konzepten und einer ehrlichen Bürgerpolitik. Auf Bundesebene wollen wir natürlich erstmals ernsthaft an die Bundestagstür klopfen und hoffen, dass wir reinkommen. Man merkt, die Freien Wähler setzen in Bayern die Themen. Wir sind die wahren Menschenfreunde hier in Bayern und wir machen Politik fürs Volk und nicht andersrum.